Heute habe ich Knuspermüsli von Cinnamonies, Nesquik und Cheerios. Gab's jeweils für 2,22 € bei Netto. Jetzt im Nachhinein, so wo ich die Packungsgröße geguckt habe. Aber das waren Cornflakes mit die Kosten. Was kosten die Cornflakes? 2,89 €, oder? Aber hörten sich auf jeden Fall geil an. Nee, ich glaube. Zimt. Cheerios. Ich habe so einen Eindruck, als hätte ich sie schon mal probiert, bin mir aber nicht sicher. Weiß auch gar nicht, ob man die so kaufen kann. Also wahrscheinlich sind das so Vollkorn Fruit Loops. Cheerios. 64% Vollkorn ohne künstliche Aromen mit Honig. Okay. Dieser Müller-Joghurt mit der Ecke, der klassische mit dem ganz sauren Joghurt und diesen Knusperdingern zum Reinmachen, diesem Müsli, ist immer noch am geilsten. Ich esse so ein Müsli eigentlich nie und wenn, dann auch nicht so, aber im Joghurt so ein oder zwei Esslöffel davon rein, das ist bestimmt richtig geil. Knusprige Stückchen mit Vollkorn-Haferflocken. Die aus mit 5 Vollkorn-Getreidesorten. Leckeres Knusprige. Okay, ich habe auch alle Sorten erwischt. Ich will es nicht übertreiben. Auch wenn das jetzt nicht so gut aussieht. Okay. Das ist mir jetzt auch irgendwie jetzt peinlich. Richtig lecker. Die schmecken irgendwie so halb gesund und halb nicht. Aber der Geschmack ist richtig geil. Und die sind nicht so wie diese, was ich gerade mit Müller meinte, dass das mehr so halt sehr viel Zucker drumrum ist, dass man richtig so hart draufbeißen muss. Also das ist viel so weicher.
Richtig, richtig gut. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass sie mir am wenigsten von den drei Sorten schmecken. Eben weil es sich so gesund angehört hat. Knusprige Stückchen mit Vollkornhaferflocken. Ah, hier sind glaube ich 20 Gramm mehr, ne? Doch eigentlich eine Schale nehmen können, oder? Doch, schmecke auch nach Zimt. Ich hatte schon überlegt, ob die irgendwie diese Getreidegrundmasse überall reinmachen und dann einfach nur so ein paar Cini-Minis mit reinwerfen. So wie bei den Ringen vorhin. Sieht irgendwie traurig hier aus. Schmecken auch geil. Aber die anderen waren ehrlich gesagt besser. Und ich überlege gerade, dass so ein ganz, ganz, ganz dezenter Zimtgeschmack. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich von Aldi oder diese No-Name Cini Mini Kopie. Weiß nicht, ob die echten Cini Minis auch so waren. Aber das war richtig so eine Zimt-Gewürzbombe und das finde ich viel, viel geiler. Aber irgendwie, gut, jetzt zur Weihnachtszeit passt es, aber ob ich im Sommer Zimt essen kann? Aber die schmecken auf jeden Fall.
schmecken richtig geil, so mit Milch. Halt normal, wie mit, als ob man normal Cornflakes isst. Aber irgendwie, weiß ich nicht, kommen sie mir so, das ist so, als ob es zu schade ist, das so einfach wegzufressen. So im Joghurt ist bestimmt geiler. Schmeckt auch geil. Aber ich überlege gerade die ganze Zeit, an was mich das erinnert. Ob es normaler Kakao ist oder. Hatte ich schon mal irgendwelche Nesquik Cornflakes? Auf jeden Fall schmeckt sehr schokoladig. Aber nicht so wie. Ich hau mir immer, wenn ich Kakao trinke, hau ich da mal doppelt so viele Löffel rein. Damit es halt richtig nach Schokolade schmeckt. Hier ist es halt ein bisschen weniger so. Gut, ich bin satt. Überraschenderweise schmecken die Cheerios wirklich am besten. Die sind richtig, richtig, richtig geil. Klingt komisch, aber ich finde das die beste Sorte. Und das halt, na gut, Cinni-Minis und Schoko-Zeug. Die würde ich ausprobieren. Wenn ihr auf so ein Zeug steht. Jetzt fehlt mir noch das Dr. Oetker Müsli. Gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.